Im Zentrum der Recherche steht eine panamaische Anwaltskanzlei, die fast keiner kennt, Mossack Fonseca. Mossack Fonseca hat die Daten und Geheimnisse der mächtigsten und gefährlichsten Menschen der Welt gehütet, bis unsere Quelle uns diese Daten zugespielt hat. Das war vor rund einem Jahr. Ich habe die Quelle nie gesehen. Wir haben einen verschlüsselten Chat, in dem wir uns austauschen. Ich frage ihn auch ganz direkt, warum er das macht. Und er sagt, weil er findet, dass das aufhören sollte, was die machen. Und weil er findet, dass das einfach miese Geschäfte sind, die er stoppen will. Well, you're looking at secrets. It's always about secrets and letting people in on a secret. And there seems to be a lot of secrets in there. Wir haben gleichzeitig auch das ICRJ schon reingeholt. Wir haben auch schon Gespräche gehabt mit dem Guardian, mit BBC, mit Le Monde. Die werden alle dabei sein. Some of the names look pretty interesting. They're big international names. I would say, first observation, it's a lot more promising than even some of the more other projects we've done that have turned out to be very, very big. Durch diese große Kooperation mit dem ICRJ und den vielen, vielen Kollegen wird das wahrscheinlich bis Jahresende dauern, mindestens. Und man sitzt schon so ein bisschen auf Kohlen, weil man, also wir haben ja irgendwie selten so guten Stoff hier rumliegen, den wir dann einfach monatelang nicht mehr richtig anfassen. So we'll go back to our data team and we'll build a brand new database, starting, using all the information. We'll start from scratch. We'll make sure it's very easy searchable, and then we'll start doing research from there. Es wird ein Treffen geben in Washington. Da werden sich alle jetzigen Mitglieder des Kernteams treffen. Wir werden darüber sprechen, wie wir weitermachen, wer in welche Richtung recherchiert, was wir alles brauchen. Es wird wahrscheinlich erste Teams geben, die sich mit Ländern befassen, mit Russland beispielsweise, mit Island, so viel steht schon fest. So versuchen wir das Ganze ein bisschen einzuengen und zu überlegen, was wird der Fokus sein dieser Recherche. Und dann fahren alle heim und machen sich an die Arbeit. Bis jetzt ist es ja so, dass wir erst wenige Wochen hatten, wo wir wirklich in dem Material graben konnten und auch da nur in einem Bruchteil überhaupt aller Daten, zum Teil, weil wir noch gar nicht alle Daten haben und selbst die Daten, die wir haben, sind noch nicht zum Beispiel Volltext erfasst, dass man auch in Bildern suchen kann, nach Namen suchen kann. Wir haben 1,5 Terabyte, die wir jetzt als Rohmasse da haben. Und es fehlen wahrscheinlich noch so 700 Gigabyte, die man dann quasi zu einem großen Berg von ein bisschen was über 2 Terabyte irgendwie zusammenbauen wird. Jeden Tag, wenn ich in der Früh in die Arbeit komme, weiß ich eigentlich schon, ich setze mich hin an die Datensuche. Man kann eigentlich darauf wetten, dass man jeden Tag einen Treffer hat. Wir haben Ordner für 240.000 Firmen. Und jede Firma hat einen Ordner. Und in diesem Ordner finden sich dann Mails und PDFs und Bilder, Passkopien und Urkunden. Und man muss eigentlich jeden einzelnen Ordner anschauen. Nur ist das nicht menschenmöglich, weil man das sehr lange braucht. Es gibt Ordner, die haben wiederum 3.000 Elemente da drinnen. Das heißt, dafür braucht man eine Woche. Man hat aber 240.000 Firmen. Das heißt, wir müssen es irgendwie anders machen. Also wenn wir nach gezielten Personen suchen, zum Beispiel nach Prominenten, also Politikern, Wirtschaftsbossen etc., dann ist natürlich der erste Schritt, dass wir die Person, den Namen dieser Person suchen. Im Fall Wladimir Putin suchen wir Wladimir Putin. Wenn man da keinen Treffer hat, muss das noch lange nichts heißen. Dann ist so der zweite Schritt, dass wir so quasi seinen Zirkel, nach seinem Zirkel suchen, dass wir mit Experten sprechen, mit NGOs, auch zum Teil mit Ermittlern. Und einfach suchen, wer sind denn bekannte Mittelsmänner dieser Person? Also wer ist ein bekannter Mittelsmann für Putin oder für Assad oder wer war es für Gaddafi? Und dass wir dann quasi so in der zweiten Reihe suchen. Und oft hat man da dann schon einen Treffer. Manchmal muss man sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man dann wieder von denen Familienangehörige sucht. Weil oft jemand, der schon bekannt ist oder der womöglich schon auch auf irgendwelchen Sanktionslisten steht, dass der dann nicht selber aufscheint in den Daten, sondern wieder dessen Ehefrau, dessen Sohn, der Schwiegersohn. Und so kann man sich langsam, kann man so wie so ein Netzwerk um eine Person manchmal entblößen. Wir suchen nach Themen, wir suchen nach Menschen, die uns interessieren, die quasi ein Thema wären, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, weil sie Ämter haben, weil sie wichtige Manager sind und machen da Listen. Und sobald wir das Material wirklich ganz durchsuchen können, werden wir diese Listen eingeben. Der Fall Putin ist eigentlich ein Fall Musiker. Es gibt einen sehr bekannten Cellisten, da gibt immer mal wieder Konzerte, Privatkonzerte für Putin und seine Freunde. Sag mal, in der Biografie wurde er befragt, da erzählt er, er ist ein guter Freund, ist aber eigentlich kein Geschäftsmann, er ist ganz normaler, bescheidener Musiker. Jetzt betaucht dieser normale, bescheidene Musiker, der angeblich keine großen Geschäfte macht und auch nicht in die Geschäfte von Putin verwickelt sein soll,
taucht aber jetzt plötzlich im Zusammenhang mit Transaktionen so im dreistelligen Millionenbereich auf. Und dann ist es für uns schon die Frage, wie kommt ein Musiker zu so einer großen Summe von Geld? Gibt es womöglich doch Verbindungen zu Putin und gibt es auch womöglich Verbindungen zu anderen Freunden Putins? Und da gehen wir jetzt mehreren Spuren einfach nach. Was noch eine große Rolle spielt, sind Verträge. Ganz viele Firmen wurden ja aufgesetzt von ihren wahren Eigentümern, weil sie Aktien erwerben sollen. Diese Firmen machen dann also Geschäfte, sie kaufen Aktien, sie kaufen Villen. Und dafür braucht man aber Verträge. In diesen Verträgen steht dann drinnen, die Firma Soccer United, was auch immer, will dies oder jenes verkaufen oder kaufen. Und dann muss jemand unterschreiben. Und es muss aber natürlich der eigentliche Direktor unterschreiben. Und der eigentliche Direktor ist jemand, der in Panama sitzt und keine Ahnung hat, was die Firma macht. Dem wird dann der Vertrag geschickt, der macht dann sein Kreuz dahin, unterschreibt und es wird wieder zurückgeschickt. Und durch diesen Vorgang sehen wir diese Verträge, weil die Dokumente ja in Word-Form oder als PDF nach Panama gemeldet werden und von dort wieder zurückgemeldet werden. Und das ist für uns viel wert, weil wir so in vielen Fällen nachvollziehen können, wofür war denn die Firma eigentlich da. Jetzt steht ein neues Treffen vor der Tür, nämlich wir treffen uns diesmal in München alle, insgesamt mehr als 100 Journalisten aus der ganzen Welt. Und bei dem Treffen werden wir jetzt uns einfach nochmal im Detail unseren Rechercheständen widmen. Wir haben ja zu bestimmten Themen, zu Russland, Island, dem Bereich FIFA, schon Recherchegruppen gebildet. Und hier werden wir uns auf den aktuellen Stand bringen. Es ist einfach ein Riesenunterschied, wenn man sich persönlich trifft, persönlich mal sich auf Dokumente zeigen kann, sich einfach mal so ein bisschen auch so Einschätzungen teilt, dass wenn man die ganze Zeit was über verschlüsselte Wege, über verschlüsselte Foren, verschlüsselte Chats oder verschlüsselte E-Mails macht. Und deswegen glaube ich, ist dieses Treffen sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig ist das Treffen auch wichtig, weil es uns, glaube ich, alle nochmal so zeigt, hey, wir sind ein großes Team, wir haben eine wahnsinnig große Verantwortung, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Gerade sind wir vor allem eins, nämlich aufgeregt. Jetzt sind es nur noch ein paar Wochen, bis wir die Personen, über die wir schreiben, anschreiben, sie mit unseren Vorwürfen konfrontieren und dann ist es nicht mehr lang, bis wir veröffentlichen. Und jetzt schon langsam deutet sich immer mehr so dieses gigantische Ausmaß an. Es sind mittlerweile mehr als 350 Journalisten, die an dem Projekt arbeiten und es kommen wirklich jede Woche immer noch tolle neue Funde dazu. Jetzt haben wir einfach einen ganz strikten Plan. Wir fangen jetzt an, erste Texte fertig zu machen. Wir machen die ersten Vorhalte fertig. Wir haben ganz genau schon geplant, welche Geschichten machen wir an Tag 1, welche Geschichten machen wir an Tag 2, wie geht es dann weiter, 14 Tage lang. Es gibt einfach unzählige Geschichten, die eine Dimension mittlerweile erreichen, wo man allein über diese Geschichte eine Woche fast schon berichten könnte. Und gleichzeitig wird uns auch so das Ausmaß immer bewusster, wer alles in diesen Daten steckt. Also Diktatoren, japanische Mafia, die Yakuza, sizilianische Mafia, russische Mafia, Waffendealer, Drogendealer, Pädophile und so ein bisschen so ein unbehagliches Gefühl kommt da schon auf, wenn man denkt, die werden alle auf einmal bloßgestellt und zwar durch einen Leak, was seinen Ursprung hier bei der Süddeutschen Zeitung hat. Was wir jetzt noch machen gerade ist, dass wir die Daten, die ja so für sich stehen, mit dem echten Leben abgleichen. Das heißt, wenn der isländische Premierminister dort als Shareholder einer Firma auftaucht, versuchen wir nachzuvollziehen, was macht die Firma eigentlich. Wir haben in diesem Fall gefunden, sie hält Anteile der drei größten Banken Islands, die alle drei pleite gegangen sind 2008 und das im Wert von damals ungefähr 3 oder 4 Millionen Dollar. Und wir sehen dann im Parlament, er hätte das angeben müssen, er hätte als Transparenzpflicht in Island sagen müssen, was ihm gehört, welche Anteile an Firmen. Er hat das aber alles nicht gemacht. Und so haben wir dann die Verbindung. Hier haben wir die Daten, hier sehen wir, hier ist Gunnar Oksson drin, der Premierminister. Wir sehen hier die Firma und wir sehen hier das echte Leben, in dem er beides nicht angegeben hat. Wir haben Dutzende gute Geschichten, die man natürlich auch noch ausschreiben muss, auch wenn wir sie schon recherchiert haben. Und auch das Schreiben, das dauert. Tag für Tag kommen wir rein und versuchen einfach, eine Geschichte nach der anderen zumindest mal grob aufzuschreiben, damit wir dann jetzt Stück für Stück dran feilen können, Feinheiten noch ändern können, mit unseren Juristen sich diese Geschichten durchgehen, gegenseitig nochmal redigieren und um dem Ganzen einfach den letzten Schliff zu geben. Und so geht das jetzt in dieser Taktung weiter, weil wir wirklich Dutzende Texte machen müssen und machen werden. Dann gehen die Texte an die Chefredaktion, dann werden sie ins Layout gearbeitet. Jetzt gerade
entstehen auch die Illustrationen für unsere Texte, für den Auftritt im Digitalen. Und dieses ganze Programm versuchen wir gerade irgendwie in der Hand zu behalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es schaffen. Es liegen sehr, sehr anstrengende, aber auch sehr, sehr interessante Wochen hinter uns. Wir haben wenig geschlafen. Das ganze Team hat wirklich rund um die Uhr gearbeitet, um die Printproduktion fertig zu kriegen, die Videos, die digitale Ausgabe. Und das ist natürlich jetzt ein wahnsinnig spannender Augenblick für uns. Jetzt werden wir sehen, wie reagieren unsere Leser auf diese Geschichten? Wie sehr interessiert sie das, woran wir jetzt monatelang gearbeitet haben, wo wir uns durch tausende Seiten gewühlt haben an Dokumenten, wo wir Experten gesprochen haben? Auf jeden Fall ist es jetzt aber einfach mal toll, es geht los.